Ich um mein Holz. Walter Kammerhofer und sein Holz. In der eigenen Werkstatt in St. Peter in der Au macht der Kabarettist Stockerl und Schammerl. Aber eigentlich kennt man ihn so. Mein Gott, na, grüß Gott, so ein fescher Bub. Ich hab nur einen kleinen Sackerl, der für die Vieri, das ist aber lieb. Das, ich lass die Vieri und sag, ja, gängen sie nur, sonst kommen sie zum Sterben auch noch zu spät. Wir sitzen in deiner Werkstatt, ja, und nicht in deinem Theater. Der Hintergrund ist Corona, ja, weil das Theater, da ist mittlerweile der letzte Vorhang gefallen. Ist es definitiv der letzte Vorhang oder wird der wieder mal aufgehen? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also man hofft doch sehr, dass das wieder wird. Also ja, doch. Aber man kann es nicht absehen. Ja. Man kann es nicht sagen. Ich meine, es kann momentan keiner sagen, wie sich das entwickelt mit den Zahlen. Ich hätte jedes Wochenende Spülereien. Ich war bummvoll. Weil das Frühjahr jetzt ist bummvoll von den Sachen, die von voriges Jahr schon da her verschoben worden sind. Und werden jetzt wieder verschoben. Also das Management verschiebt nur mehr. Aber der Schmäh ist dann noch nicht ausgegangen, weil kann man vorstellen, das ist nicht ein sehr angenehmes Gefühl, wenn man merkt, der Traum, das Theater, das geht sich wirtschaftlich irgendwie nicht mehr aus. Naja, da habe ich jetzt, ja, darum sitzen wir jetzt in der Werkstatt. Ja, also da habe ich. Aber ja, es trifft viel. Also, mich noch nicht so schlimm, weil ich ja gespart habe und habe was auf Zeiten gelegt und lebe jetzt und von Staat habe ich gekriegt. Ja. Und lebe von den Reserven, die da sind, weil ich ja nicht umeinander habe. Aber ja, es wird auch immer weniger. Hast du es einmal bereut, weil du warst ja ursprünglich in einem sicheren Job, also du warst der Staplerfahrer in Steyr. Ja. Hast du irgendwann einmal gedacht, mein Gott, warum bin ich das nicht geblieben? Warum bin ich Künstler geworden? Nein, oder also nur nicht. Das nicht. Also nein, weil ja die Existenzängste nur da sind. Ja, ne? Ja. Aber ich habe ja wirklich gut verdient, keine Frage. Aber deshalb, weil ich ja den Schritt gewagt habe. Ja. Ich bin aus der Sicherheit raus, war Staplerfahrer in die BMW und da kannst du in Pension gehen, wenn du nichts zu schulden kommen lässt. Ja. Ja? Vier Kinder, ja, und du gehst dann ein Risiko ein. Und Risiko ist halt das jetzt da. Ja. Ja. Mhm. Aber ich habe seitdem gut verdient, keine Frage. Mhm. Und wieder. Ja, aber du bist ja nicht untätig geblieben, denn aus dieser Misere mit Corona ist ja was Neues entstanden, aus Fichtenholz, oder? Genau. Ich sage, durch den Stillstand, ja, hat was Neues entstehen dürfen. Und also da herinnen, da haben jetzt die Werkstatt eingekriegt, mein Sohn und ich, das war vor einem Jahr ein Rumpelkammer. Und dann haben wir jetzt Basteln angefangen, das war im März. Ja. Im März. Also so schnell habt ihr reagiert auf Corona, auf die Auftrittsverbote. Genau. Wie der erste Stillstand war, ja, das war schon länger geplant, diese Werkstatt. Und dann haben wir da so mit den Stockerl angefangen. Ich habe mir einen Stockerl gemacht und dann wollte der nur Stockerl und der noch. Und mittlerweile verkaufe ich die Stockerl, also bin in Serie, ja, gegangen. Aber du sorgst ja nicht nur mit deinen Schammerln und Stockerln für Furore, sondern kürzlich auch mit einem Internetauftritt. Da bist du über 1 Million Mal geklickt, ja, worden. Was hast du da kurz gesagt in dieser Sequenz, falls es jemand nicht gesehen hat? Ja, da geht es um, was heißt, dass er da so einen Angsthofen gespielt, was heißt zweite Welle? Ich bin schon in der sechsten. Ich meine, ja, ich will so eh alles, dass ich die Vierte unterstütze, aber bitte, alle kann ich auch nicht unterstützen. Ne? Und der Wirt hat dann zu mir gesagt, am besten rennt's für einen, wenn du mit der Maske hingehst und mit dem Fetzen heimkommst. Ja, das ist halt dann explodiert. Ja, weil man auch geglaubt hat, das war wirklich ein Betrunkener und genau, kein Kabarettist. Ja, genau, ne? Ja. Damit sind wir schon beim Schluss bei der Fanpost. Das sind Fragen von Zusehern und die möglichst kurz beantworten, bitte. Wirklich? Ja, natürlich. Also, na dann, ja. Angenommen, du bist in der Regierung, was würdest du ändern? Kurz antworten. Also, ich tät ganz ehrlich, ja, ich tät Bürgerparlamente gründen. Okay. Punkt. Welchen Beruf könntest du dir noch vorstellen und warum? Ich tät nichts anderes machen wollen, als wie
Schauspieler und Kabarettist. Ja. Dein größter Wunsch? Ja, das klingt vielleicht jetzt so kitschig, aber ja, der Friede. Mhm. Weltweit. Endlich einmal, ne? Ja. Ja. Und welche Schlagzeile würdest du gerne über dich lesen? Was mich aber sehr glücklich macht, ist, wenn Leute schreiben, dass die Sorgen vergessen haben, dass ich es aus dem Alltag rausgerissen habe. Schlagzeile, ein lustiger Abend. Ja. Ja. Oder ein lustiges Gespräch, so wie wir zwei heute gehabt haben. Ja, bitte. Ich bin so echt dankbar, dass ihr zu mir gekommen seid, ja, in die Werkstatt. Ja. Ja, dass wir da das so machen haben können. Ich habe zwar die Temperaturen ein bisschen unterschätzt, also ja, ich bin schon am Pippern. Naja, weil sie angekühlt hat. Also ja, es war ja, ja, schon angenehm. Ja. Aber ich sage trotzdem vielen, vielen, ja, Dank fürs Plaudern. Ich sage danke, dass du gekommen bist. Ich habe sehr genossen mit dir. Ja, bitte sehr. Hat mich gefreut. Ja. Also dann. Diese Zeit wird vorübergehen und wir werden wieder spielen dürfen und wir werden sie dann wieder sehen. Gell? Also in diesem Sinne, man sieht sich. Wiederschauen. Ihr neues Schlafzimmer können wir natürlich perfekt und zentimetergenau für Sie planen. Und Sie können bei uns aus einer Vielzahl aus Hölzern, Stoffen und Materialien auswählen. Natürlich liefern wir gerne alles zu Ihnen nach Hause und montieren es auch perfekt. Ein X mehr Service, weil's jeder lieber einfacher hat. Das gibt es nur beim XXXLutz. Jetzt beim XXXLutz Markenrabatte bis zu minus 50% vom Herstellerlistenpreis plus zusätzlich Mehrwertsteuer geschenkt auf viele Möbel, Leuchten und Teppiche. Unser XXXLutz, ein X mehr fürs Leben.